Hallo und guten Abend. Auch wenn alles um uns herum hustet und schnupft, die Grippewelle aus England hat das Münsterland bislang noch nicht erreicht. Doch auch in unserer Region sind viele Menschen ernsthaft erkrankt, denn immer mehr Patienten leiden an einer Lungenentzündung. Viele von ihnen müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Seit einer Woche liegt Heinrich Büpper nun schon im Krankenhaus. Inzwischen geht es ihm wieder besser. In einigen Tagen kann er nach Hause gehen. Als er in der vergangenen Woche eingeliefert wurde, lautete die Diagnose eindeutig: Lungenentzündung. Heinrich Büpper hatte zu dem Zeitpunkt Fieber, Husten, Schmerzen in der Brust. Ihm war schwindelig und er hatte sich nicht mehr auf die Straße getraut. Trotzdem nahm er seine Beschwerden erst nicht so ernst. Ja. Als es anfing, sagen wir mal, am ersten oder zweiten Tag, dann denkt man ja immer, man legt sich 2 Tage zu Hause ins Bett und dann geht das wieder weg, nach Möglichkeit übers Wochenende. Aber das war dann nicht der Fall und dann habe ich etwas Angst bekommen und habe mich dann hier gemeldet. Ja. Heinrich Büpper ist nicht der Einzige. Fast täglich kommen Patienten mit Lungenentzündung ins Krankenhaus. Beispiel Raphaels Klinik in Münster. Hier liegen zurzeit 30% mehr Kranke mit Lungenentzündung als normalerweise. Ganz wesentliche Ursachen hierfür sind sicherlich die Witterungseinflüsse mit Wechsel von kalter Witterung zu extrem warmer Witterung. Die Patienten haben sich da häufig hinsichtlich der Kleidung nicht entsprechend eingestellt. Die Patienten haben sich häufig in Räumen aufgehalten, haben wenig frische Luft bekommen. Durch die Wetterumschwünge sind ältere und jüngere Menschen gleichermaßen betroffen, jedenfalls in Münster. In anderen Städten in der Region sieht es anders aus. Da sind es vor allem die Säuglinge, die an Lungenentzündung erkranken.